Ah, meine Karte ist jetzt die Kanalisation. Oh, sie hat etwas Compile started, okay. Progress. Leider war das Treffen mit dem Entwickler eine einzige große Enttäuschung. Man kann nicht auf ihn zählen oder auf seine Unterstützung hoffen, aber noch ist nichts verloren. Ich habe eine andere Lösung. Ich habe ein Programm geschrieben, mit dem ich dem Entwickler die Rechte an der Steuerung des Spiels abnehmen kann. Es wird gerade auf meinem Computer kompiliert. Wir müssen ein wenig warten, damit der Prozess beendet ist. Das habe ich befürchtet. Der Entwickler wird das schon wissen. Oh nein, nur nicht jetzt. Wieder das. Ich muss so schnell wie möglich die Tinte von mir wischen. Der Entwickler wird sie aber nicht lassen. Der Entwickler will ja nicht, dass das Spiel in irgendeinem Zustand. Ich habe keine Reinigungsmittel mehr. Alle sind ausgegangen. Ich habe keine Kraft mehr. Ich fühle mich schwach. Ich muss mich setzen. Hier, Ausrufezeichen. Aha, was tue ich jetzt mit ihr? Ich kann auf gar nichts zugreifen. Ich muss warten, okay. 88, 96, komm, 4%. 97. 98. 100. Auf was wartest du? Fliehen wir! Okay. Es ist im Übrigen 6 Uhr morgens. Ihr hört wahrscheinlich im Hintergrund die Autos wieder fahren, weil jetzt auch Berufsverkehr anfängt. Hier sollten wir sicher sein, zumindest vorerst. Jetzt verstehst du vielleicht, wieso ich nicht einfach von mir eine Blutprobe nehmen konnte. Die Tinte war seit langem eines meiner Probleme. Ich wische sie immer wieder mit Reinigungsmitteln ab, doch nun sind sie alle. Anfangs dachte ich, dass es eine Art Virus ist. Oh, ich war so dumm. Die Linien der Tinte haben meine Taille schlanker und meine Brüste größer, mein Gesicht geschmeidiger gemacht. Sie haben mich einfach verbessert. Dahinter steckte natürlich der Entwickler. Er wollte mich perfektionieren. Dieser Wahnsinnige hat auch andere Menschen korrigiert. Er hat das so intensiv gemacht, dass ihre Körper nicht mehr imstande waren, solch eine große Anzahl an Tinte zu ertragen. Du hast selbst gesehen, wozu das geführt hat. In dieser Situation ist klar, dass der Autor sich nicht nach gesundem Menschenverstand richtet. Wir können ihm lediglich die Rechte zu jeglichen Veränderungen im Spiel entziehen und nach einer Lösung suchen. Finde einen funktionierenden Computer und schmeiß das Programm von der CD an. Bitte beeile dich, ich habe keine Reinigungsmittel mehr. Ohne sie halte ich nicht lange durch. Es ist ja machbar. Ich geh mal da unten hin. Fuck, fast, fast. Die hier? Nein. Das ist die Wohnung vom Entwickler, okay. Muss ich das da nehmen? Das ist die Schule. Das ist natürlich der letzte Punkt. Okay. Warte, war das hier doch richtig? Ja, doch, das hier ist richtig. Okay, ich kann hier doch hin. Ich dachte, ich darf nicht mehr wechseln. Wieso bist du immer noch hier? Vielleicht spielst du, um dich lustig zu machen über die Fehler und Bugs. Ich habe dir doch gesagt, dass das Projekt noch nicht fertig ist. Komm in einem oder in 2 Jahren wieder, dann ist es perfekt. Es wird eine offene RPG-Welt geben. Ich dachte auch an 3D-Grafiken. Ich werde sicherlich Zombies hinzufügen. Zufällig generierte Level, ein ausgebautes Crafting-System. Jetzt ist es schlecht, aber... Der Computer hat scheinbar den Wahnsinn des Entwicklers nicht ausgehalten. Man könnte denken, er habe das Gerät bewusst zerstört, um unsere Pläne zu vereiteln. Dieser Typ ist wirklich verrückt. Er ist so verrückt, dass er den PC überhitzt und den Monitor gesprengt hat. Ich stelle ihn mir vor, als... Bislang war ich sauer auf ihn, aber nun... Der Typ hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Für sein eigenes Wohl müssen wir ihm alle Rechte bei diesem Projekt entziehen. Vielleicht hat er dann keinen Druck mehr und er wird sich ein wenig ausruhen. Finde einen Weg, die Geräte wieder in Gang zu bringen und mein Programm zu starten. Natürlich muss der Computer sich gerade in diesem Augenblick überhitzen. Du musst einen Weg finden, ihn abzukühlen.
Mit dem können wir nichts mehr anfangen. In dem Zustand ist er nur noch Schrott. Wir müssen ihn irgendwie reparieren. Okay, ich bin nicht müde, aber ich glaube, ich sollte langsam doch mal aufhören. Es ist jetzt 6 Uhr morgens und ja, so langsam bin ich auch heiser. Ich sollte mehr trinken. Ich brauche einen Monitor und ich brauche dies und ich brauche das. Ich weiß aber also nicht, warum ich gewisse Sachen noch ansehen kann. Zurück in die Sewers und von da aus Sachen suchen. Ich trinke mal was. Wir gehen mal hier hin. Das ist ein Glasstück. Kann ich damit den Monitor reparieren? Eventuell. Ich muss den PC irgendwie abkühlen, aber ich weiß nicht wie. Spare Parts könnte ich vielleicht hier auftreiben. Ganz da hinten. Mein Stein, meinen geliebten Stein kriege ich auf jeden Fall wieder. Okay, nochmal durch die Sewer. Schule, da müssten doch Monitore irgendwo sein und andere Sachen. Kann ich ihr nicht hier Reinigungsmittel einfach besorgen? Das müsste ja Reinigungsmittel sein eigentlich. Ups, irgendwie abkühlen. Ich brauche Wasser. Kammergleiter. Okay. Nee, wohl erstmal nicht. Also zum Versteck kommen wir nicht mehr zurück. Der Brunnen führt kein Wasser, das wissen wir. Es ist auf jeden Fall hier. Also Wasser hätte ich hier, aber wie kühle ich den Monitor ab, den PC? Ich kann ja jetzt nicht einfach anfangen, eine Wasserkühlung da einzubauen. Würde nicht funktionieren. Hier ist nichts, was ich mitnehmen kann. Ich weiß nicht, ob ich mit Eis irgendwie. Ich glaube nicht, dass ich mit Eis diesen PC kühlen kann. Das bezweifle ich mal ganz stark, aber hier drin ist auch nichts mehr. Doch. Du musst etwas finden, womit du dieses Stück Glas an dem Monitor befestigst. Wenn du mein Programm gestartet hast, musst du die Sicherung entfernen. Du musst sie lokalisieren und ausmachen. Das ganze Spiel wird in einen recht spezifischen Modus übergehen, der uns keine Kommunikation erlaubt. Richte dich nach deiner Intuition und passe auf die Zeichen auf. Vergeude nicht noch mehr Zeit. Ich werde mit jeder Sekunde immer schwächer. Okay. Das Spiel startet sich praktisch nochmal neu.
Okay. Wahrscheinlich hier runter. Hier rein. Okay, wir müssen jetzt wahrscheinlich, ups, alle Orte ablaufen. Ah ja, sie hat gesagt, es ist ja keine Kommunikation mehr zwischen uns möglich. Das ist eigentlich voll cool gemacht. Ich muss sagen, ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme mit dem Game, aber es ist eigentlich schon echt cool. Komme ich immer noch nicht durch. Okay, also wir haben den Pirat befreit. Hier müssen wir. Sie hat gesagt, frage deine Intuition. Mit Rechtsklick. Mit Rechtsklick-Ecke ändere ich die Farben. Ist das geil? Das ist so übel. Hier unten. Das Game ist back to normal. Du! Du weißt nicht, was du angestellt hast. Ein Programm zur Korrektur von Fehler und Bugs. Dank dir kann ich es nicht mehr kontrollieren. Es wird mein ganzes Projekt zerstören. Ich darf dies nicht zulassen. Ich muss bewirken, dass es perfekt wird. Ich werde die Arbeit manuell fortführen. Dann wird man nicht mehr verbessern müssen. Ich habe vor kurzem den Entwickler draußen gesehen. Seitdem du seine Rechte bei der Verbesserung des Spiels eingeschränkt hast, verbessert er alles per Hand. Der Typ kann einfach nicht loslassen. Wir sollten diese Gelegenheit nutzen, um sein Büro zu durchsuchen. Das könnte unsere einzige Chance sein, um festzustellen, ob er noch etwas versteckt. Mach dir um mich keine Sorgen. Falls er sich mir nähert, werde ich ihm einfach auf die Birne geben. Okay. Kann ich jetzt wieder raustappen? Ja, versehentlich rausklicken. Ich kann auf jeden Fall versehentlich rausklicken. Entschuldigung. Es ist echt keine Absicht von mir. Okay, er hat immer noch alle Zugänge versperrt. Ich muss immer noch manuell über die Karte dahin. Ah, über die Seite kann ich hier rein. Was ist das, Kleber? Kann ich ihn festkleben? Okay, er hat hier wieder Dinge verstreut. Oh, noch mehr Konzeptentwürfe. Kätzchen. Cat. Was für ein verwöhnter Kater. Er sieht so aus, als ob er nur Dosenfutter essen würde.
Scheinbar hat er bereits alles aufgefordert und hat keine Lust zu jagen. Aber um ehrlich zu sein, habe ich keine Kraft mehr für sowas. Lass uns die Sache so schnell wie möglich zu Ende bringen. Das ist eine nicht beendete Location, aber scheinbar sollte das Füttern der Katze die Hauptquest sein. Bring einfach etwas zu essen. Vielleicht bringt uns das ja weiter. Ups, hätte ich das nicht anklicken sollen vielleicht? Du hast eine neue Option freigeschaltet. Du solltest sie prüfen. Sonstiges? Horrormodus? Die Option des Horrors klingt verlockend. Mit Sicherheit brauchen wir hier mehr Dramatik. Das ist nicht sehr horrorig, aber irgendwie cool. Die Katze braucht Essen. Eine schlichte Sammlung von Figuren. Vergeude nicht deine Zeit mit solchen Einzelheiten. Habe ich eigentlich auch nicht vor. Ich brauche halt Essen für die Katze, aber ich habe Dosenetikett, leere Dose. Durch die Tür komme ich nicht, ne? Okay, ich kann also nur zurück. Gut, wo kriege ich denn... warte, wie komme ich nochmal in den Park? War das hier? Nein! Nein, der Vogel ist tot! Nein! Der Vogel ist tot! Wir bräuchten etwas, um das Feuer zu entfachen. Ich habe, glaube ich, nichts weiter. Der hat kein Dingens mehr. Der ist nicht so begeistert davon, dass ich jetzt auftauche, ne? Nein, der Vogel ist tot. Toter Vogel. Es ist traurig anzusehen, dass der Vogel aus dem Park tot ist. Okay, wir gehen mal hier hin. Hier hinten lag doch allerhand Müll rum, oder nicht? Keine schlechte Idee. Vielleicht hilft uns dieses Fragment, um die Skizze des Entwicklers zu ergänzen. Dafür ist sie da. Okay, ich dachte jetzt eigentlich, ich klaue mir nur das Feuerzeug hier. Gab's hier noch Essen? Ich vergifte nicht die Katze, der Vogel ist schon tot. Was ist da? Kann ich die Ratte hier nehmen? Nee, kann ich nicht. Okay, ist eine blöde Frage, aber kann ich zurück in die Sewer? Kann ich hier schon was machen? Oh, das ist böse, das ist richtig böse. Das ist aber noch nicht fertig. Fisch, Maus, Vogel. Ohne Konservierung sind künstliche Farbstoffe. Wie kriege ich die Maus? Aus der Schule. Oh, die ist tot. Den Modus freizuschalten, hatte ich Viecher alle umgebracht. Horrormodus. Okay. Das Spiel ist so krank, aber ich mag es. Skizze. Okay, hier brennt es. Stück einer Figur, okay. Da wissen wir, was wir damit machen sollen. Fragment einer Zeichnung. Wir haben noch nicht die vollständige. Okay, wir gehen wieder zurück und gehen mal zurück in die Schule. Die war hier. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, ob das noch Relevanz besitzt. Scheinbar Figur des Schlachters. Oh, hier dürfen wir jetzt nicht mehr rein.